So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 109. Folge von Forza Horizon 3. Und heute fahren wir, kann das natürlich wie immer sehr unschwer erkennen, den KTM X-Bow oder auch Crossbow, was auf Deutsch Armbrust heißt. Und KTM ist eigentlich dafür bekannt, dass sie Motorräder bauen. Also Motorräder aller Art, weiß ich, Motorräder, normale Straßenmotorräder, auch relativ schnelle Motorräder, auch Motorräder fürs Gelände. Aber jetzt, das ist deren erstes produziertes Auto von KTM. Weil ich weiß, KTM kommt aus Österreich. Und ja, Österreich an Autos ist eher so eine Sache, die mir bisher nicht bekannt war. Aber jetzt mit dem KTM X-Bow, das das schon seit ein paar Jahren gibt, haben sie ein sehr schnelles Auto gebaut. Denn der Wagen hat zwar nicht mal 300 PS, ich glaube nur 240, aber dafür wiegt der sehr, sehr, sehr wenig. Weit unter eine Tonne. Deswegen ist der Wagen auch ziemlich schnell und den werden wir heute mal fahren. Aber natürlich werden wir zuerst mal gucken, was an dem Wagen so tun ist. Der ist in Forza in der Klasse Extreme Track Toys. Macht auch Sinn. Und der ist jetzt schon in der Serie. S1 828. Das ist schon mega schnell. Das wird Hut ab. Der Wagen. Oh, er oh, das ist doch die 300 PS-Variante. Geil. Entschuldigung, also er hat 300 PS. Das ist ein 2-Liter Vierzylinder-Turbo von Audi und wiegt nur 810 Kilo. 300 PS auf 810 Kilo. Das ist nichts. Oder es sorgt wahrscheinlich für mega viel Spaß und auch schon alter bewährte, ne? 8-1er Handling, 8-8 Beschleunigung, 8-8 Starten, 10 Bremsen. Ja, gut, Geschwindigkeit ist nicht so sein Ding, da nur 5-3. Wollt's um die 2,30, 2,40 vielleicht fahren? Aber trotzdem. So, es gehen Offroad-Federn rein, die machen wir natürlich nicht rein, weil das brauchen wir nicht. Ein wenig leichter, weil hier ein paar andere Stabis, die noch ein bisschen leichter sind. Gewichtsreduktion gibt es keine, hätte mich aber auch wirklich gewundert. Weil was soll man bei dem Wagen noch rausnehmen? Der Wagen hat weder elektronische Verhalten, weiß ich, wie ABS, ESP und irgendwas alles. Hat er alles nicht, gar nichts. Und auch noch keine Sachen, was ich, Klimaradio hat er auch alles nicht. Also der Fahrer ist wirklich komplett auf sich allein gestellt, deswegen ist der Wagen auch, denke ich mal, ein wenig schwer zu fahren. Aber man muss mit dem Wagen klarkommen. Der übernimmt nichts hier, die Technik. Und die ganze Ausstattung hat den Wagen auch sowieso schwerer gemacht. Und deswegen schwerer, ja, ist nicht gut, weil ein Feind von vielen Autos ist das Gewicht. Ja. Naja, oh, es gehen Rennreifen drauf. Und ich würde sagen, die mache ich sogar ziemlich gerne auf. Die bringen zwar hier auf den Daten, obwohl Handling, das geht schon 0,3 nach oben. Wir machen Rennreifen drauf, ne? Und mit dem Wagen werden wir auch sicherlich auf der Rennstrecke fahren. Oder zumindest nicht jetzt Offroad oder sowas. Aber ne, der Wagen, das sieht schon geil aus. Auch ziemlich, ich sag mal, abgefahren. Aber was KTM da gebaut hat, finde ich ziemlich schön. Also sieht, ist was Neues, aber es sieht irgendwie kack aus oder irgendwie komisch. Es ist extravagant und geil. So hinten, da geht 275er. Mache ich doch liebend gerne. Die Felgen, die lassen ja natürlich. Machen wir sie größer, ist eine Frage. Sind 17 Zöller? Wir könnten 18er drauf machen. Ich würde sagen, ja. Und hinten gehen dann sogar 19er drauf. Ja, komm, das geht noch. So, Aerodynamik und Optik. Was geht da schon Schönes? Es gehen wahrscheinlich wieder die Forza-Dinger, genau. Die Forza da vorne, die sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. Aber die machen wir mal nicht. So, und der Forza-Spoiler hinten, der sieht. Er geht sogar noch, finde ich. Es gibt Schlimmeres. Der ist auch eigentlich ganz gut platziert. Aber wir lassen mal den Spoiler ab und lassen den Wagen mal von außen so, wie er ist. So, wir könnten Motor wechseln, theoretisch, auf einen 1,6 Liter rein Vierzylinder Turbo Rally Motor, auf einen 3,2 Liter rein Sechszylinder und auf einen 3 Liter V8 Racing aus dem Ariel Atom. Wir lassen mal den normalen Motor drin, weil Audi baut eigentlich ganz gute Motoren, das sollte reichen, so leistungstechnisch. Da geht auch noch einiges, wir machen aber noch eine Schwungscheibe für ein bisschen weniger Gewicht. Leute, ne? Wir wiegen jetzt unter 800 Kilo. Hier vorne waren es genau 800 mit der Serienschwungscheibe, aber jetzt mit der Rennschwungscheibe unter 800. Bei 300 PS ungefähr, 400 Newtonmeter Drehmoment. Das ist doch geil, oder? Also jetzt mal ohne Spaß. Die Karre, die ist einfach mega awesome. Und fährt sich hoffentlich auch so, wie ich es erwarte. Den Wagen gab es ja auch schon in Forza Horizon 2 und Forza Motorsport 6. Und da fand ich den Wagen auch ziemlich geil. Das wird sich hoffentlich hier im neuesten Teil der Forza-Reihe nicht ändern. So, Farben gibt es, denke ich mal, keine. Ich gucke aber mal, ob es welche gibt.
Wenn du dieses Orange-Weiß, da ist was, und das Schwarz hier ist, denke ich mal, soweit alles Carbon. Dann war gerade wirklich leicht zu machen. Wir gucken aber mal nach Designs. Ja, vielleicht gibt es da was Schönes, so ein Renndesign, oder ich würde das normale auch nehmen, weil das sieht auch geil aus. Nein, Tron auf jeden Fall nicht. Nö, wir lassen es mal. Wir lassen es einfach mal so, wie es ist. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Ob du willst und nicht. Man sitzt auch da, wie man sieht, ganz schön tief. Ist auch kein Riesenteil. Boah, sieht geil aus, ne? Ich mach kurz hier ins Cockpit und man sieht den auch schon. Ich meine, so ausstattungstechnisch, ich meine, ja. Sehr spartanisch. Du hast hier nur ein Display mit hier Geschwindigkeit und so weiter und Drehzahl. So ein Schaltknüppel, Sechsgang-Haarschaltung und Lenkrad, was ich blinkt, Licht und so ein Scheiß alles. Ein Knopf, ja. Und das war's hier. Und eine kleine Windschutzscheibe da vorne. Deswegen mit dem Wagen, es besteht auch keine Helmpflicht. Aber dazu empfehlen wir es auf jeden Fall. So. Geil. Kein Wheelspin. Ja, ich finde es wieder geil. Sieht auch böse aus, der Wagen, ne? Ja, für 300 PS. Wir fahren mal hier nach links, Richtung Tankstelle. Warte mal, wir stellen uns mal kurz hin. Dann würde ich sagen, machen wir mal so einen kleinen Beschleunigungstest. 4000 Umdrehungen so circa. Geht er ab. Das für nur 300 PS, ne? Also, das ist mega schnell. Ich glaube auch angegeben von 0 auf 100 mit 3,9 Sekunden. Das ist echt mega schnell. Das ist circa so schnell, ich glaube sogar noch eine Zehntelsekunde schneller als der neue 911 GT3, also aus der Generation 991.2. Mit PDK. Sogar der Carrera S, meine ich. So, Entschuldigung. Boah, der geht ab, ne? Das Getriebe, das könnte kürzer sein. So, da, schöne Schaltung. Naja, Schaltknüppel ist nicht gerade schön, aber er muss ja funktionieren. Denke ich, auch ziemlich kurze Schaltwege. Sehr schnell gehen das Schalten. So, der ist aktuell. Er liegt hoch. Ich glaube, wie ich mich kenne. Oh, shit. Alter. 7,6 cm. Da auch 0 auf 100 oder 0 auf 60 Meilen ist ja fast das gleiche. 3,8 Sekunden. Das ist wie 232. Ey, das ist schnell. Das Getriebe kann auf jeden Fall schön kurz. Ja, da muss überhaupt nichts lang sein. Also, wenn das Getriebe bis zu 240 geht oder 245, das reicht. Ja, muss da ja auch nicht. Aber denke ich mal, auf den wenigsten Rennstrecken diese Geschwindigkeit ausfahren können. Das ist aber eine andere Sache. Ich kann ja alles eigentlich relativ kurz. Ups. So. Bei der Aerodynamik geht leider nichts. Jetzt sogar noch auf 100, sogar ein bisschen unter 3,8 Sekunden. Wir haben es ein wenig verbessert. So, mal gucken, ob das was hilft. Wie im ersten Gang hat er ein bisschen Wheelspin. Es geht trotzdem in Ordnung. So. Zweiter Test. Oh, das geht schon viel besser. Alter. Das gefällt mir. Ja, so muss der Wagen abgehen. Und nach dem fünften hier, jetzt klärt es sich so ein bisschen. Hört so leicht berghoch, aber ganz schön viel berghoch. Aber da hält er so halbwegs seine Geschwindigkeit. Kann ich den sechsten schalten? Ja, der sechste Gang, der reicht auf jeden Fall völlig aus. Um den Topspeed auszufahren. Auch geiler Sound nur für Vierzylinder? Das geht voll klar. Dann ist auch ein Audi-Motor. Und Audi-Motoren hören sich wirklich in der Regel ziemlich geil an. Die Bremsen. Oh, Alter, die packen zu. Junge. Zack. Beschleunigen. Alter. Fällt sich auch mega direkt, mega wieder einlenken, ne?
wie man da gegen Bäume fahren kann. Das ist doch grandios. Aber der geht richtig geil ab. Alter, der schiebt. Das für wirklich nur 300 PS. Das ist eigentlich nicht so viel. Vor allem in Forza. Aber trotzdem so eine geile Beschleunigung. Das ist einfach abnormal. Okay, der sechste Gang kann auch deutlich kürzer. Und damit der fünfte und die anderen alle auch. Ich denke mal, das sollte reichen. Zack. Naja. So reicht das. Die Kurvenlage, die ist richtig geil. Ein Stück Kurve mit Vollgas nehmen. Ganz easy. Also auf der Rennstrecke ist der Wagen bestimmt richtig geil. Hat bestimmt richtig Spaß zu fahren. Man braucht mal nicht 400-500 PS. Einfach ein Wagen mit 200-300 PS, wenig Leistung, der macht auch richtig Spaß. Wenig Gewicht, meine ich. Wie zum Beispiel auch der Alfa Romeo 4C. Der dürfte so ähnlich sein. Kommt sie. Ja. So, gleich nochmal den Bremstest machen. Und da gucken wir. Ist sogar 220, 230 km/h. Ja. Und go. Oi, 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 oi. Alter. Wie schnell kommt der Wagen bitte zum Stehen? Wie viele Meter sind das denn? Maximal so 32, 33, mehr nicht. Richtig schnell. 33,9. Alter. Die Bremsen packen zur auch Querbeschleunigung. Alter. Das hat geile Werte. Richtig geil. Der Wagen, der geht mega, mega hart ab. Und das Rennfahren sollte natürlich auch mit dem Wagen nicht zu kurz kommen. Ich denke mal, 2 bis 3 Rennen werden wir sogar fahren. Ich würde sagen, erstmal ein Rundstreckenrennen, wenn mal das hier. Das sollte der Wagen, denke ich mal, so gut sein. Der Crossbow. Aber meistens sage ich eigentlich X-Bow bei den Wagen. Ja, aber 6. Gang anfahren ist ja schön, Fabian. Schalt mal hoch. So. Aber leider gibt es auch bei dem Wagen, oder zumindest in der Klasse in Forza, auch nicht gerade schlechte Konkurrenz. So in Richtung geht eigentlich auch so vielleicht der Catham, hier RF500 Superlight oder wie der heißt. Was ist noch da so? Natürlich Ariel Atom, der ist aber viel stärker als der hier. Dann vielleicht noch der Dunkerford D8 GTO. Der hat glaube ich auch einen Audi-Motor. Wenn ich mich jetzt noch richtig entsinne. Oder auch Lotus. Tonnons von Lotus, auch glaube ich nicht schlecht hier. Naja, wir probieren es mal. Und ich würde sagen, da können wir schon mal 4 Runden machen, ne? So, wir nehmen ja natürlich Extreme Track Toys und da ein Bild hier der Ariel Atom. Der ist aber für uns hier leider zu stark, deswegen wird er auch nicht mitfahren. So, Rennerschein. Wir nehmen jetzt mal 4 Runden, weiß gar nicht, mit der Haider. Das ist ganz gut. Ja. Stellen. Also die Autos, die hier zugelassen sind, sind. Okay, die sind alle zu stark. Ich rede jetzt mal nur von denen, die jetzt auch mitfahren könnten vielleicht. Der hier, der Aston Martin Vantage GT12 ist aber viel leistungsstärker, aber auch viel, viel schwerer. Wiegt da über 1,5 Tonnen, naja. Und vielleicht auch mitfahren könnte hier der BAC Mono, auch mega schnell. Der, wie gesagt, der Caterham Superlight R500. Der könnte mitfahren, der Donkerford D8 GTO aus den Niederlanden. Die Ford Supercars sind, glaube ich, zu stark, eigentlich genau wie der BAC Mono. Dann mitfahren könnte der Lotus 211, der Lotus 340R, das war es eigentlich auch schon. Das ist hier zu stark. Naja, wir lassen uns mal überraschen. Aber ich hoffe, dass Pardons hier wie der BX Simono nicht mitfahren, weil ich weiß, die sind mega schnell. Meine hoffentlich auch. Naja, aber BX Simono, das ist schon... Das ist richtig, richtig krass. Obwohl es der Wagen natürlich auch ist. Auch in der Klasse ein auch krasses Fahrzeug. Oder Jaguar natürlich, bin ich dumm. Die fahren zwar auch Supercars mit, das fand ich nicht so geil. Durch der Jaguar, wie heißt denn der? F-Type Project 7 war das, oder? Wir gucken mal kurz. F-Type Horizon Edition fährt mit. Ist dann, glaube ich, aber auch der. Ja, BSC Mono fährt doch mit.
Und halt leider auch ein Ford Falcon. Einfach Zupacabra. Naja, gut. Mal gucken, wie wir uns schlagen. Start war ja ganz. Naja. Geht schlechter, aber geht auch deutlich besser. Das nehmen wir vor uns. Also die Bremsen, die sind gut. Uiuiui. Die ist aber nicht ganz so gut. Der Wagen fährt sich geil. Super Kurvenlage. Warum bremsen die da? Das auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad im gesamten Spiel. Von 8, glaube ich. Bremsen Leute in einer Kurvenkombination, die Vollgas geht. Naja. Die erste Runde ist jetzt vorüber. Ja. Wir waren kurz fair, war kein Problem. Oh, wieder viel zu weit außen, ey. Richtig viel Zeit verschwendet. War Zeit liegen gelassen. Ja? Aber ich meine, da geht auch so ein bisschen quer, wenn du die Kurve richtig hart fährst. So ist das halt, ne? Bei dem niedrigen Gewicht. Und dafür der verhältnismäßig viel in Leistung. Hier auch schon wieder. Kann das aber durchaus passieren. Zwar hat sich nicht viel getan an meiner Platzierung. Alter, nur Siebter. Was ist denn los hier? Ich denke, auf dem ersten wird vielleicht der Fachzupacker sein. Der Fachzupacker, genau, Fabian. Der Tiefe, der. Oder so ein BAC Mono. Hätte vielleicht sogar fünf Runden einsteigen sollen. Nächstes Jaguar. Ja, die Kurve war ganz gut. Bin mit dem Wagen noch nicht so ganz vertraut. Ich traue mich noch nicht ganz so viel, wie ich eigentlich machen könnte. So, jetzt diese Kurve vielleicht nicht so ganz scheiße nehmen. Ja, das war schon besser. Das ist gar nicht gut, Leute. Wieder keiner Quersteher. Da war nichts. Da lässt sich wieder wirklich sehr, sehr gut fangen. Habe ich eigentlich keine Probleme. Ich traue mich noch ein bisschen zu wenig. Das ist das Problem. Wenn ich bei einigen Kurven immer so ein bisschen Angst habe, da Vollgas zu geben. Naja. Vier Runden, vierter Platz. Nicht so gut. Und vorne. 2000er Lotus, 340R. Damit hätte ich jetzt aber nur echt nicht gerechnet, dass der Lotus vorne ist. Runden zeittechnisch eine 46,646. Die war nicht so schlecht. Ja, mit unter den besten sogar. Hat aber leider diesmal nicht fürs Podium gereicht. Naja. Aber war trotzdem ein sehr, sehr geiles Rennen. Ich weiß ja schon, wo wir das zweite Rennen fahren könnten. Ich weiß nicht, ob die Strecke dafür vielleicht sogar zu scheiße ist, dass es keine gute Idee ist. Aber ich weiß halt nicht. Weil meine Idee war, dass wir das hier nehmen. Das ist aber auch leider ein sehr, sehr hoher Vollgasanteil, deswegen haben da andere Autos, wie jetzt auch Zupacabra oder Jaguar, einen riesigen Vorteil. Oder die hier. Die Strecke, die hasse ich eigentlich. Okay, das ist richtig weit. Wir porten uns da mal kurz hin. Wir fahren jetzt auch mal die Strecke. Die kenne ich eigentlich nicht so gut und mag ich auch eigentlich nicht so gern, aber ich denke mal, der Wagen hat hier wirklich gute Chancen. Die Kurven sollten also für den KTM sprechen oder für diese ganz leichten.
war das jetzt der Jaguar und auch der, oder das Ford Supercar, welches dann eventuell da dort mitfährt, keinen großen Vorteil hat. So, wir machen wieder Extreme Track Toys. Ich würde sagen, wir machen wieder 4 Runden. Da habe ich also ein wenig Zeit, nach vorne zu kommen. Also für den Fall der Fälle, ne? Ja, unseren guten KTM. Oder fährt sich wirklich, fährt sich sehr gut. Ich muss mich mit dem Wagen wirklich mehr trauen. Ich muss einfach auch mal riskieren. Ich bin auch mit dem Wagen nicht so hundertprozentig vertraut. Ich meine, gut, von 10 Minuten fahren kann man das ja auch nicht behaupten. Ja, Start war in Ordnung. Okay. Was geht denn Lotus so ab, ey? Weit außen. Alter! Gibt in der Kurve. Ich hab das gesehen, eigentlich die Kurve mit Vollgas endlich fast nehmen konnte. Das war richtig geil. Das ist wirklich Handling, Leute. Das ist Kurvenspeed. Hallo. Du? So ein kleines Speed-Problem. Also jetzt Speed zu meinem Beschleunigen. Weil da kann ich, glaube ich, hier mit dem Wagen wirklich fast gar nichts reißen. Oh Gott, Ford Supercar hinter mir. Nicht gut. Geht weg. Ja, ein bisschen rangesaugt. Wo ich die Kurve mega scheiße gefahren habe. Alter! Hallo! Ja, moin! Ey! Was wird das hier schon wieder? Gerade auf dem. Ey! Gerade auf dem 4. Platz gewesen. Wieder von 4 Leuten überholt worden. Am Windschatten. Ich auch nichts. Ich habe ein mega Speed-Problem. Ein richtig großes. Ein riesiges Speedproblem. Jetzt aber ein bisschen unfair, dass hier auch Wagen mitfahren, die einen LI von 900 haben. Finde ich doch ein bisschen zu krass eigentlich. Sieht für mich überhaupt nicht gut aus. Das finde ich echt wirklich ein bisschen unfair. Alter, was sich auch der Lotus 340R wieder abgeht. Holy shit. Richtig aufs Festbrett, Alter. Auf Festbrett, genau. Ich traue mich hier schon deutlich mehr, aber leider reicht der Speed einfach nicht. Ich beim Beschleunigen, da habe ich absolut null Chance. Ach Mann, ey. Und diese Kurve, die kann man ja eigentlich richtig ziemlich geil nehmen. Ich habe auch dabei die ganz gut zu nehmen. Hier auch eine Kurve, wo ich das vielleicht gut machen kann, aber auf den Geraden absolut keine Schnitte. Ich denke aber bei Autocross wäre der Wagen ziemlich gut. Wenn ich das fahren würde. Aber das ist ja auch im Spiel keine richtige Strecke. Deswegen fällt die logischerweise auch für sicher Rennen hier raus. Bitte noch Sechster werden, komm. Komm.
Warte, 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 warte. Alter. Siebter? Was war da bloß vor mir? Als ob. Die gleiche Zeit, Leute. Beide eine 407915. Und der ist vor mir. Das ist ja wohl. Also komm, das ist jetzt aber wirklich unfair. Und der Unzeit, die war sogar ganz gut eigentlich. Die war nicht verkehrt. Das ist aber wohl wirklich gleiche Zeit und dann auch noch hier als letzter von den beiden gewertet. Das ist echt komisch. Und wieso ich jetzt keinen Sound? Forza. Wieso höre ich jetzt keinen Sound? Aber nur siebter. Eieieiei. Ich habe einfach wirklich ein sehr, sehr großes Speed-Problem. Was man auch deutlich gesehen hat. Habe ich mich wohl für die falsche Strecke entschieden. So. Wieso höre ich das Spiel nicht? Ich verstehe das nicht. Aber eine Aufnahme, ihr müsstet mein Spiel eigentlich hören. Also. Jetzt ich wieder was. Ah, danke. Ja, der Wagen, der ist wirklich ziemlich geil, aber nicht die Strecke. Zu viel Topspeed und auch zu overpowerte Wagen. Das finde ich echt ein bisschen unfair von Forza, muss ich wirklich sagen. Weil die Wagen haben dann locker 30 bis 40 LI mehr als ich und das ist nicht gerecht. Das ist dann klar, dass sie besser sind. Naja, aber trotzdem wirklich ein geiler Wagen. Kann ich auch wie alle Wagen hier nach Folge 100 auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Waren alle bis jetzt richtig geil. Das wird in nächster Folge eigentlich auch nicht weniger geil werden. Denn in nächster Folge werde ich wahrscheinlich fahren den Lamborghini Sesto Elemento, der beim Forzaton letztens mit bei war. Für mich sogar bei diesem Forzaton. Heute ist nämlich der 2. April. Ah ja, wird doch cool werden, ja. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen. Wahrscheinlich mit dem Lambo. Ich kann es nicht garantieren, aber ich denke mal, es wird zu 95% so sein. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich bin raus und ciao.